8.600 Euro. Das Simplon Sengro P-Max. In einer Carbon-Ausführung. In, ich glaube, eine Ausführung, die man wirklich ein bisschen erklären muss. Denn hier ist so viel an Spezialitäten verbaut worden, die nicht normal sind, dass man es einfach mal zeigen muss. Vielleicht mal zunächst, das ist jetzt ein Hardtail-Einsatz. Ganz normal, du kannst Leute, die damit zur Arbeit fahren, und es gibt Leute, die dann halt leichte Trails damit fahren. Ist jetzt kein Fully. Und ja, das kennen auch viele Leute von einem anderen Video, was wir jetzt gedreht haben. Das gleiche Fahrrad mit Straßenbereifung und Schutzblech und Gepäckträger. Das sieht man hier vorne. Das ist jetzt quasi die absolute Trail-Version, wo wir dann den Rohloff haben, wie wir es letztes Mal hatten. E14 mit 14 Gängen, 560% quasi Übersetzung. Wir haben den Carbon-Riemen, der immer sauber ist und halt auch wartungsfrei, freier wie in der Kette. Wir haben den gleichen Rahmen. Und diesmal haben wir halt Mountainbike-Bereifung und vorne haben wir halt eine Fox-Dämpfer, die Fox Factory 32. Also fürs leichte Gelände? Fürs leichte Gelände, genau. Wir haben auch ein Fernlicht bei dieser Version jetzt reingemacht. Von den Bremsen her haben wir XT. Also wieder alles vom Feinsten bei diesem Fahrrad. Ja, vielleicht noch mal kurz zu Simplon. Die bauen absolute Qualität. Also was sie machen, wird auch wirklich tausendmal überprüft. Was hast du für eine Erfahrung mit Simplon? Genau, also es ist halt eine Manufaktur. Jedes Rad wird einzeln von einem Meister zusammengebaut. Und eine Person baut ein Rad. Das heißt, es ist wirklich alles vom Feinsten. Wir haben mit Simplon gar keine Probleme bis jetzt gehabt. Die kommen wirklich tipptopp an. Die Bremsen sind eingestellt, die schleifen nicht. Also es ist wirklich alles sehr schön verarbeitet. Jeder steht ja auch zu seinem Fahrrad, was er aufgebaut hat. Er gibt auch seine Unterschrift. Und für ihn ist es auch eine Ehre, dieses Fahrrad aufgebaut zu haben. Und von der Qualität her wirklich top. Was die werden jetzt wo gebaut? Hin? Die werden in Österreich hart gebaut, also am Bodensee. Und die werden auch da bleiben. Also Simplon wird einfach eine sehr exklusive Marke bleiben. Die werden sich nie so richtig vergrößern wie alle anderen Hersteller. DT Swiss? Wir haben hier DT Swiss, die Hybridreihe 552. Auch eine sehr hochwertige Felge. Man kann aber auch andere Felgen bei Simplon quasi dazu nehmen. Du hast gerade den Bosch-Motor gezeigt. Ja. Wir haben hier den Bosch-Motor Generation 4 CX mit dem, mit dem Magnesium-Legierung-Gehäuse. Und was man halt quasi bei Bosch hat, man kann quasi einen zweiten Akku, den Range Extender dran machen, geht hier auch. Wir müssen aber diese Plastikkappe dann quasi hier noch anbringen. Dann kannst du noch einen zweiten Akku drauf machen und den gibt es dann als 500er momentan. In Zukunft auch als 800er und vielleicht auch als 1000 Wattstunden. Das heißt, du hast dann 1600 Wattstunden. Und du hast viel Reichweite, du hast ordentliche Felgen mit drauf, du hast eine Top-Verarbeitung, du kannst das Fahrrad jederzeit wieder umrüsten auf Schutzblech und Co. Genau, kann man auch machen, man kann auch wieder die normalen Straßenbereifungen drauf machen, ob man das jetzt will, ist die Frage. Steckschutzbleche sind überhaupt kein Problem. Das Problem habe ich ja letztes Mal erklärt, wenn du dann die Straßenbereifung machst und du willst so Metallschutzbleche reinmachen. Ich habe hier bei Fox keine Aufnahme. Deswegen muss ich dann die Sandtour-Gabel dazu nehmen. Aber die Steckschutzbleche, die wir von Mountainbikes kennen, die hier oben dann befestigt werden im Steuerrohr, die sind hier überhaupt kein Problem von SKS oder anderen Marken. Funktionieren auch ganz gut. Bei den Reifen habe ich jetzt die Nobinik. Und wenn du von vorne zeigst, ist da so ein blauer Streifen. Und der... Das ist die Polizei. Genau. Nee, das sind die Härtegrade. Genau, das sind die Härtegrade. Das sind da vier Gummimischungen und bei der blaue bedeutet halt immer Super Speed. Das ist dann so auf Geschwindigkeit gemacht. Und es gibt dann noch Super Soft, das ist das Gegenteil davon. Das ist ja, glaube ich, lila. Inzwischen gibt es noch rot. Glaube ich, bei dem Reifen auch nicht zu empfehlen, weil dann ist der sofort runter. Genau, also vor allem, wenn man auf der Straße fährt. Also der toller Reifen im Matsch, jetzt haben wir ja Herbst. Damit kann man wirklich im Wald rein. Es kann gar nicht schmierig genug sein. Der beißt sich rein. Nee, Nobinik ist wirklich, also es ist nicht der gröbste, aber es ist für das Fahrrad, man fährt ja jetzt auch nicht im wildesten Gelände damit, sondern einfach eben ein bisschen durch den Wald und da ist der Reifen perfekt. So, jetzt ist ja die Rohloff ein bisschen schwerer. Kann ich damit überhaupt noch Sprünge machen? Bunny Hop oder so, schwieriger. Man kann es machen. Also es wiegt natürlich alles einfach ein bisschen mehr. Man hat den Akku noch mit dabei, man hat den Motor mit dabei. Es ist jetzt aber auch kein Rad, mit dem man springen sollte. Mach mal gerade einen Bunny Hop, sei mal so lieb. Das ist nämlich auch... Es kann sein, dass der Lenker da ist. Das ist nicht schlimm für einen Bunny Hop. Ich finde, das ist ein... Aber ich habe einen Schlüssel. Du hast einen...
Ja. Och, der ist doch gar nicht so locker. Das geht doch. Ja, geht. Zieht mal ein bisschen fest. Nee, ist Torx, ja, klappt. Torx. Ich hab's sogar gerade geholt. Bitte sehr. Einmal Torx. T25. Ja. So, das hat jetzt welchen Grund eigentlich, dass du den festziehst, den Lenker? Damit ich mir nicht wehtue. Damit er nicht im Gang ist. Übrigens, ganz toller Tipp, zieht die Lenker fest, bevor ihr fahrt. Gab schon böse Unfälle, habe ich gehört. Also, dass Leute wirklich dann Wohnmobil Lenker quer gemacht haben. Man will dann lenken, aber es lenkt nicht. Also es dreht sich nur der Lenker, wenn das Rad nicht. Dann das habe ich damals immer so in so Freizeitparks, wenn du dann in so einer Gondel sitzt und du lenkst, so, weißt du, für die Kinder. Ja, ja. Wenn wir schon beim Lenker sind, ja. Ihr kurz haben wir schon gezeigt, aber ich zeig's gerne. Viele sind ja neu auf deinem Kanal, dein Kanal wächst ja wie verrückt. Naja. Und viele kennen die alten Videos von uns nicht. Also, das ist jetzt der Kiox-Display und die Gänge hier schalte ich ja elektrisch. Achso, über das Display? Nicht über das Display, sondern hier links. Nein, aber es wird angezeigt. Das um Bus. Auf dem Display wird es dann angezeigt, weil Bosch hat quasi eine Schnittstelle mit Roloff. Und ich kann ja auch durchschalten, gell, wenn ich jetzt 14 Gänge. Nochmal, mach mal. Hoch. Es hat sogar eine Automatik vor der Ampel. Genau, also wenn du jetzt im 14. Gang bist, fährst und bleibst stehen, das können wir gleich mit Lukas machen, dann fährt er runter, der Roloff E14. Wir haben hier auch das Fernlicht, also das ist ja ganz normale Licht. Wenn ich eine Lichthube geben will, kann ich es hier so machen. Oder ich drücke doppelt drauf und dann geht das doppelt, ja genau, jetzt geht das Fernlicht quasi dann auch an. Okay. Du kannst gerne reinleuchten, wenn du willst. Du kannst gerne reingucken, wenn du willst. Ich kann gerne reingucken, genau. Ich gucke bestimmt ins Fernlicht, aber es ist so, da muss man echt aufpassen, denn wenn andauernd irgendwelche Autofahrer im Graben liegen, dann weißt du, das Fernlicht war noch an. Die wären definitiv. Das ist hell, oder? Es ist sehr hell. Also man sollte es schon ordentlich ausrichten, dass man nicht alle anderen Leute blendet. Die kostet übrigens auch 500 Euro. Die Lupine. Ist, die Lupine SL, die ist sehr, sehr hochwertig. Okay, das heißt, es kann sein, das Fahrrad ist noch da, aber die Lampe weg. Cool. Ja, das Kiox ist ja auch so ein, ich sag mal, Ding, muss man nicht haben, ist aber schon geil. Also, weil es ist sehr klein, sehr, sehr schick. Ja, es zeigt viel. Es hat viele Funktionen. Ja. Genau. Und du kannst sogar eine elektronische quasi Wegfahrsperre rein programmieren, wenn du das Display annimmst und du hast diese quasi Alarmanlage an, dann macht der Jick-Jick, ist dann quasi elektronisch abgesperrt das Fahrrad und egal welches Display du das machst, das Fahrrad wird nicht mehr laufen, das muss man zu einem Händler bringen und da braucht man auch einen Ausweis und dann ruft man wirklich im Video Bosch an. Das ist eine Videoübertragung, wo wir dann den Ausweis zeigen müssen, wo das Fahrrad dann mit dem System verbunden ist und die schalten das dann bei Bosch wieder frei. Cool, und da ist eine SIM-Karte drin? Oder? Das ist keine SIM-Karte, das ist einfach eine elektronische Sperre. Die wird einmal registriert. Aber wie weiß Bosch, wie die wird, also du musst dich registrieren, mit dem Ausweis, mit dem Namen. Nein, wie kommt die Freigabe denn aufs Fahrrad? Achso, du kannst es dann mit USB verbinden. USB. USB mit, okay. Mit dem Bosch-System, dann musst du Video anrufen und dann den Ausweis zeigen. Und wenn das der Ausweis ist, der bei denen hinterlegt ist, dann wird es freigeschaltet. Ich muss noch kurz anmoderieren, weil er versucht jetzt schon gerade den Bunnyhop mal vorzubereiten mit der Roloff. Bitteschön. Erstmal runterschalten. Chef sich freuen. Der Simplon-Chef. Was wir mit seinen Fahrrädern. Ja gut, aber das muss ja wohl gehen, oder? Artgerechte Behandlung von Simplon-Fahrrädern. Es geht mit der Roloff. Guck mal hier, er kriegt sie hoch. Ja, das sind ganz hochwertige Pedale, die du drauf gemacht hast. Das Fahrrad kommt ohne Pedale. Er kriegt es hoch. Ich will jetzt nicht, dass er. Ist aber gar nicht so einfach. Das ist auch der Grund, warum, ich sag mal, so eine Namensschaltung, die wiegt ein bisschen mehr. Was hat die für Vorteile? Das ist ja schon Hightech, was hier drin ist. Das ist ein richtiges Getriebe, gell? Das ist ein richtiges Getriebe. Roloff ist auch der einzige Hersteller, der eben die 85 Newtonmeter mit einer Namensschaltung aushält. Der das auch kann, gell? Ja, und die anderen gehen nur bis 55, 75. 50. Und es gibt noch die Enviolo, dieses stufenlose Planetengetriebe, die noch quasi mehr wie 100 Newtonmeter kann. So, und ich nehme mal an, wenn der Carbon Drive, also dieser Riemen dann irgendwann mal defekt ist, ist das wahrscheinlich alles Sondermüll, das Fahrrad, weil ich kann ihn nie wieder wechseln. Nein. Sondern wie? Den Riemen kann man ganz einfach wieder tauschen. Also wir haben hier... guck mal da. Wir haben hier eine Schnittstelle quasi. Das kann ich einfach rausnehmen, also ist verschraubt hinten. Nehme ich raus und dann kann ich den Riemen einfach entnehmen. Hält. Die Reifengröße? Das ist jetzt ein reiner 29er, man kann es auch 27,5 geht auch bestellen, aber Bestellung ist jetzt vorbei, also das ist ein Jahr Lieferzeit oder eineinhalb Jahre Lieferzeit. Wir haben welche bestellt, wir bekommen jeden Monat 3-4 Stück rein demnächst. Und du hast welche da?
Und wir haben jetzt, das ist jetzt ein XL, das ist jetzt da, dann bekomme ich aber gleiche Ausstattung nochmal rein in einem Monat in allen Rahmengrößen. So, ich zeige mal gerade. Also das ist das Simplon, genau, halt Senko, mal fest. Senko P-Max R14. Das ist auch falsch geschrieben von unserem Azubi, das ist, muss ein G sein, Senko, nee, genau, ein G sein. Ja. Und P-Max R14 und dann halt okay, XT, das heißt, Fox, Kiox und Licht ist halt extra dazu gebucht worden. So, das gibt natürlich direkt einen Eintrag im Berichtsheft beim Azubi, ist ja klar. Alles gut. Wo der Lehrer gegenzeichnen muss. Genau, alles genau. Gut. So, ihr bildet aus, du suchst gerade Personal, was suchst du? Genau, zwar Mechaniker, Mechatroniker, Meister, Verkäufer, Leute, die im Backoffice arbeiten wollen. Aber nur Männer? Auch Frauen. Auch Frauen, also auch männlich, weiblich, divers, egal. Das kriegen wir alles hin. Gut. Sehr schön, aber da vorne steht's, das Simplon. Ja, also Handarbeit, made in Austria und das Ganze ziemlich cool. Ziemlich cool und du merkst es auch beim Fahren, es ist sehr direkt das Fahrrad, sehr leicht. Du hast gerade auch gesehen, das hat auch einen Schutz, damit es nicht durchschlägt. Wenn du mal hinfällst, dass der Lenker dann in deinem Bauch ist. Du verkaufst es wie Bolle. Also es geht gar nicht da jetzt um die 9000 Euro, die das Ding kostet, sondern die haben einen unglaublichen Namen, Simplon, ne? In der Kundschaft, die sie auskennen. Es ist einfach vom Feinsten. Also wenn man einmal Simplon gefahren ist, dann bleibt man da auch. Ist auch einmalig. Also bei keinem Hersteller findest du jetzt ein Hardtail Carbon mit Rohloff und Riemen. Es gibt einfach nicht viele Hersteller, die das machen. Und wenn es mal sind, das ganz kleine Manufakturen und das Simplon ist halt... Ich ärgere mich auch immer die ganze Zeit wegen meiner Schaltung. Die ist immer nicht hundertprozentig eingestellt, muss ich sagen. Also ich habe keine Ahnung, entweder bin ich zu blöd dafür oder das ist natürlich hier bei der Rohloff kein Thema. Die geht nämlich elektrisch. Genau, das ist alles elektrisch. Man kann da auch überhaupt nichts mehr einstellen. Die funktioniert einfach immer. Habt ihr schon mal irgendeine gehabt, die defekt war, eine Rohloff? Ich frage mal, eine neuere. Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Man muss einen Ölwechsel machen. Ein Ölwechsel. Und früher war es ja nicht elektrisch, sondern da war ein Zug drin, ein Bautenzug. Und der, ah, gut, der kann auch mal verschleißen. War mal gerissen, ja. Oder es wurde, ist gefroren worden, weil da ein bisschen Luftfeuchtigkeit in quasi diese Röhre war und die wurden dann zugefroren. Aber ansonsten, Rohloff selbst ist halt ein Getriebe, was unzerstörbar ist mit den Kräften, die wir auf das... Sattel aus Carbon? Sattelstütze ist aus Carbon, jawohl. Genau. Kannst du so, rausholen, wenn du willst. Die ist jetzt nicht absenkbar. Jetzt kann man aber auch nachrüsten. Jetzt kommen wieder Leute sagen, ah, ist 9000 Euro, keine absenkbare Sattelstütze dabei. Kann man bestellen, kostet, oh, 300, ist die lang. Kostet 300 Euro mehr. Krass. Das ist Carbon? Ja, da ist auch die Carbonpaste drauf. Genau, nochmal. Sehr schön. So, der Beweis. So, wenn ihr das haben möchtet, 19. Oktober 2021, wir sind bei Switchbike Bornemann in Gießen. Ihr habt über 1000 E-Bikes zurzeit vorrätig. Genau, und diesmal, wenn ihr das Video auch März oder April anguckt und denkt, das ist doch bestimmt verkauft, nein, dieses Fahrrad bekommen wir jeden Monat bei uns rein. So haben wir es bestellt. So oder so ähnlich, muss man sagen, oder genau das? Also diese Konfiguration haben wir jetzt für jeden Monat bestellt. Okay, sehr schön. Also mit der 32er Fox, mit allen drum und dran. Ja, Lukas, was ist deine Aufgabe hier? Was machst du? Ich repariere Fahrräder, ich baue Fahrräder auf und ab und zu auch Kundenberatung, aber hauptsächlich in der Werkstatt. Genau, du fährst professionell Einrad, muss man sagen, und das ganz gut? Ich spiele Einradhockey. 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 Was muss man da geraucht haben, um aufzustehen und zu sagen, ich spiele heute Einradhockey? Habe ich tatsächlich schon gemacht, seit ich 13 bin oder so. Ja. Wie bist du da drauf gekommen? Gab es bei mir im Verein, im Radsportverein. Ist das mit zwei Rädern nicht langweilig für dich? Naja, man ist schneller unterwegs, sage ich mal. Also mit einem Rad. Du hast ja Steckachsen, das heißt mit dem einen Rad bei der Bergabfahrt kann dir so schnell nicht passieren, oder? Ja. Hält. Ja, so. Man muss halt immer wieder gegentreten. Man hat jetzt keine Bremse. Sehr schön. Ja, die Rufnummer hier in Gießen? 0641 34393. 34393, also ruft ruhig mal an. Demnächst gibt es einen Webshop bei euch. Ihr habt dieses ganz moderne Internet jetzt entdeckt. Und da kann man ja vieles sehen. Im Moment Lagerbestand nicht online. Das heißt, wenn jemand das sieht, anrufen. Ihr habt über 1000 Fahrräder da, 24 Marken, guckt rein. 1000 E-Bikes von 24 Marken haben wir da. Ruft an, Rufnummer. Ruft an, genau, 0641 34393 oder eine E-Mail. Und dann demnächst werden wir dann richtig online gehen. Ihr habt ja eine Werkstatt auch? Mir auch eine Werkstatt. Deswegen suchen wir die Leute. Ja, ist ja schon klar. Für die Werkstatt, nicht für Versand. Nicht für Versand, da brauche ich keinen Mechaniker. Ciao.